Das, was ich heute mit euch vorhabe, haben wir tatsächlich schon mal gemacht. Allerdings ist es jetzt eben 1,5 Jahre her. Wir haben uns angesehen, wie viel Videospeicher man eigentlich braucht. Und weil jetzt einige Zeit vergangen ist, neue Games und vor allem auch neue Grafikkarten mit mal mehr und mal weniger Videospeicher rausgekommen sind, dachte ich mir, eigentlich keine schlechte Idee. Und eigentlich auch perfekter Stoff für das lehrreichste Format auf diesem Kanal. Was bringt eigentlich, heute mit der Frage, was bringt eigentlich Videospeicher? Also, wenn ich mir so ansehe, was in letzter Zeit allgemein an Grafikkarten rausgekommen ist, kann man doch schon irgendwie sagen, wir erreichen neue Levels und Standards, vor allem auch was den Videospeicher angeht. Seit der GTX 1070 Ti ist es so gewesen, dass Nvidia den XX70 Ti Karten immer nur 8 GB Videospeicher spendiert hat, was nicht prinzipiell zum großen Problem wurde, aber come on, 3 Generationen lang die gleiche Menge an Videospeicher? Ich finde nicht unbedingt, dass sich das nach Fortschritt anhört. Die kürzlich erschienene RTX 4070 Ti hat jetzt allerdings tatsächlich das 1,5-fache davon, nämlich 12 GB Videospeicher. Finde ich auf jeden Fall schon mal einen guten Zug, aber sind wir mal ehrlich, schaut man sich mal die AMD-Karten an, dann liefert die Radeon RX 7900 XT 20 und die 7900 XTX ganze 24 GB VRAM. Und klar, auch bei Nvidia, wer mehr bezahlt, bekommt natürlich mehr. Eine GeForce RTX 4080 liefert somit 16 GB und eine RTX 4090 ganze 24 GB VRAM. Wir schauen uns den Spaß heute mit einer RTX 4070 Ti an, weil sie, was die neuen Karten angeht, momentan eher das untere Ende der Fahnenstange repräsentiert, was den Videospeicher angeht. Zum Test habe ich hier eine Asus Strix RTX 4070 Ti und das ist, um ehrlich zu sein, auch die erste Strix-Karte der neuen Generation, die ich so live gesehen habe, ich bin ehrlich. Sie gefällt mir schon mal deutlich besser als auf den Bildern. Was mir besonders gut gefällt an der Karte ist, dass sie einen BIOS-Switch verpasst hat, das heißt, ihr könnt zwischen 2 BIOS-Versionen wählen. Hinten bringt das Teil sogar noch Lüfteranschlüsse mit, wirkt edel, hat eine schöne RGB-Beleuchtung. Was mir aber nicht ganz so gut gefällt, ist, dass sie hier mit Farben arbeiten auf der Karte, also rot und blau, denn ich dachte, das haben wir mittlerweile überwunden. Es wird doch heute alles über RGB geregelt, oder nicht? Und sie ist leider wie alle aktuellen RTX-Karten ein riesiger Backstein. Okay, aber mal zurück zum Thema. Jetzt ist die Frage, wie viel VRAM braucht man wirklich? Genau das versuchen wir heute mal gemeinsam rauszufinden. Allerdings sollten wir uns vielleicht erstmal ansehen, was der VRAM überhaupt macht. Der VRAM ist quasi der Hauptspeicher eurer Grafikkarte. Denn die Grafikkarte muss man eigentlich mehr oder weniger sehen wie einen kleinen Computer in eurem Computer, der sich in erster Linie mit grafischen Darstellungen auseinandersetzt. Ihr habt einen Chip, der für die Berechnung zuständig ist, eine Platine und eben auch den VRAM. Genauso wie der Arbeitsspeicher fungiert er als temporärer Speicher, sprich die Daten werden hier für den Moment gespeichert, indem sie eben gebraucht werden und nicht langfristig. Und der VRAM ist eigentlich genau das, was der Grafikkarte am Ende erlaubt, die berechneten Daten auch auf euren Bildschirm zu bringen. Das heißt, erst werden die erforderlichen Daten in den VRAM geladen und anschließend über das Speicherinterface an die GPU weitergeleitet. Also jetzt ganz vereinfacht gesagt. Ein Kritikpunkt beim Review meiner RTX 4070 Ti war tatsächlich das verhältnismäßig kleine Speicherinterface. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, ist das Speicherinterface kleiner, können weniger Daten in der gleichen Zeit weitergeleitet werden wie bei einem größeren Speicherinterface. Leuchtet eigentlich ein, oder? Dann spielt aber auch noch die Speichergeschwindigkeit eine Rolle. Beispielsweise die AMD-Karten haben zwar viel Speicher, dafür aber den etwas langsameren, nämlich GDDR6. Nvidia hingegen verwendet GDDR6X und GDDR6X kann Daten wesentlich schneller verarbeiten als GDDR6. Warum erzähle ich euch das? Weil für einige Leute das eben ein Kaufargument ist. Stellt euch vor, ihr habt keine Ahnung von PCs und steht im Mediamarkt und lest auf der Verpackung 20 GB und auf einer anderen Verpackung steht 12 GB Speicher und das zum gleichen Preis. Wozu würdet ihr greifen? Was auf der Verpackung nicht steht, ist, ich bin groß, aber langsam. Und bitte an der Stelle keine doppeldeutigen Kommentare, okay? Ihr versteht aber den Punkt, denke ich. Also fassen wir nochmal zusammen. Der Videospeicher ist wie ein großer Container, der sich mit Daten füllt. Und dieser Container kann natürlich auch größer und kleiner sein. Dabei spielt natürlich die Speichergeschwindigkeit eine Rolle, aber eben auch das Speicherinterface, das ihr im Prinzip als Öffnung für die Datenübertragung sehen könnt. Ist die Öffnung größer, dann könnt ihr mehr Daten in der gleichen Zeit zur Verfügung stellen. Ist sie kleiner, dann
eben weniger Daten in der gleichen Zeit. Hör mal, hier lernt man richtig was, ey. Unsere Ausgangsfrage war aber trotzdem nur, wie viel Videospeicher braucht man wirklich? Bevor wir uns das ansehen, noch zwei Dinge. Erstens nämlich die Frage, welche Daten in euren Videospeicher geladen werden. Das ist relativ einfach zu beantworten. Das, was ihr auf eurem Monitor seht von einem Game, das ist fast komplett im Videospeicher drin. Also Texturen, Modelle, alles eben, was sich grafisch darstellt. Und diese Daten werden auch größer, wenn sie hochauflösender sind. Das sollte eigentlich jedem einleuchten. Interessanterweise ist das allerdings nicht proportional. Und für mich eine wichtige Randinfo wäre die Frage, auf was für eine Auflösung spielen die meisten Leute eigentlich aktuell. Und laut Steam Hardware Survey aus Dezember 2022 tatsächlich immer noch auf Full HD mit über 60%. Allerdings mit leicht sinkender Tendenz. QHD mit fast 12% und ebenfalls sinkender Tendenz und UHD mit nur etwas über 2,5%, aber steigender Tendenz. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Full HD scheint also immer noch dominant zu sein. Und das, obwohl wir Hardware-Dullis auf YouTube seit Jahren sagen, QHD wird der neue Standard. Ist er scheinbar immer noch nicht. Aber genau deshalb habe ich auch in allen drei Auflösungen für euch getestet. Wenn wir uns das jetzt ansehen, ist allerdings eine Sache wichtig. Viele Games reservieren sich mehr Videospeicher, als sie wirklich brauchen. Um zu sehen, wie viel Videospeicher wirklich genutzt wird, müsst ihr im MSI Afterburner, der sich auch Arschbrenner nennt, das GPU.DLL-Plugin aktivieren und dann lassen wir uns im Overlay den GPU Dedicated Memory Usage Process anzeigen. Denn das ist auch wirklich der genutzte Speicher. Manchmal weisen die Games extrem viel Videospeicher zu, nutzen in der Realität allerdings gar nicht so viel. Rust beispielsweise hatte bei mir das Problem, dass der dediziert genutzte Speicher gar nicht angezeigt wurde, allerdings eben der zugewiesene Speicher und damit war er fast voll und das auf Full HD. Getestet habe ich insgesamt 10 Titel auf maximalen Settings und dann natürlich auf Full HD, QHD und UHD und separat angesehen habe ich mir dann auch noch, wie sich Raytracing auf dem Videospeicher auswirkt. Und ich will jetzt nicht alles einzeln mit euch besprechen, aber mir so ein paar Sachen rauspicken, denn einige, auch immer noch meiner Meinung nach sehr aktuelle Titel, haben extrem wenig Videospeicher gebraucht, wie zum Beispiel Dying Light 2. In dem Game wurden zum Beispiel auf Full HD keine 3 GB Videospeicher genutzt und auf UHD nicht mal 4 GB. Andere relativ aktuelle Games haben erstaunlich viel Videospeicher gefressen, wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn mit fast 8400 MB schon auf Full HD und fast 9200 auf UHD. Das ist beispielsweise ein Game, bei dem man mit einer RTX 4070 Ti schon an die Grenzen kommen kann, gerade wenn man sich auch mal ansieht, wie viel Speicher zugewiesen wird auf den verschiedenen Auflösungen, da kratzen wir wirklich schon am Maximum der Karte. Auch ein Titel, der relativ viel Videospeicher gefressen hat, war Spider-Man Remastered. Auf Full HD schon mit 7150 MB und auf UHD 8400 MB. Also das ist schon ordentlich und das bedeutet auch, dass man da mit 8 GB relativ knapp dran wäre. An diese Grenze kommen aber teilweise auch schon ältere Titel, wie zum Beispiel Shadow of the Tomb Raider, das auf UHD auch knapp über 7100 MB wirklich nutzt. Allerdings auf der anderen Seite hier fast wieder 10 GB reserviert. Far Cry 6 ist jetzt zwar nicht mehr der neueste, aber dennoch meiner Meinung nach ein relativ aktueller AAA-Titel und auch hier brauchen wir auf UHD nur knapp über 6100 MB und auf Full HD nur knapp 4900 MB. Schaut man sich mal Cyberpunk an, dann ist es wirklich erstaunlich, dass dort eigentlich gar nicht so viel Videospeicher gebraucht wird, solange man kein Raytracing aktiviert. Denn hier ist ein großer Punkt. Raytracing kann, was die Menge des benötigten Videospeichers angeht, schon einiges ändern. In Cyberpunk brauchen wir da auf UHD schon fast 8 GB VRAM. Schaut man sich jetzt aber mal die Kombination aus DLSS und Raytracing an, die man in Shadow of the Tomb Raider nutzen kann, dann wirkt sich das gar nicht so stark auf die Speichernutzung aus. Und erstaunlicherweise liegen wir bei Dying Light 2 mit Raytracing zwar 25% höher, was die Speicherauslastung angeht, aber das sind auch nicht mal 5 GB vom wirklich genutzten Speicher. Ich habe euch jetzt nicht alle Ergebnisse einzeln präsentiert, das würde glaube ich hier auch gar keinen Sinn ergeben, allerdings habe ich mal einen Durchschnitt ausgerechnet, was für eine dedizierte Speichernutzung wir auf unterschiedlichen Auflösungen haben und die sieht dann so aus. Interessant fand ich hier aber ganz klar, QHD ist ja eigentlich das 1,8-fache an Pixeln im Vergleich zu Full HD. Im Schnitt brauchen wir allerdings nur knapp 5% mehr Videospeicher. In Zahlen ausgedrückt sind das bei beiden Auflösungen nur knapp 6 GB. UHD braucht im Schnitt bei den Titeln, die ich getestet habe, nur knapp 7 GB und UHD mit Raytracing in Kombination im Schnitt etwas über 7 GB. Trotzdem ist ein Durchschnitt meiner Meinung nach nicht das, woran man das Ganze messen sollte. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste das Game, was am meisten Videospeicher gefressen hat und das war Horizon Zero Dawn. Und das bringt mich jetzt zu dem Fazit, ja, die 12 GB der RTX 4070 Ti sind völlig ausreichend. Ihr braucht keine 20 GB in der Leistungsklasse.
klasse. Vor allem, wenn man nur auf QHD mit der Karte spielt. Da kommen wir bei keinem einzigen Game auch nur annähernd an die Grenzen. Grundsätzlich finde ich es aber dennoch gut, ein bisschen Luft nach oben zu lassen. Die meisten Titel brauchen aktuell je nach Auflösung und Settings zwischen 6 und 8 GB Videospeicher. Das ist also das Mindeste, was man heute haben sollte. Ihr kennt aber auch die Technikwelt. Das Mindeste, was man heute haben sollte, ist nichts mehr wert morgen. Und gerade wenn man sich mal anschaut, was diese aktuellen Karten eigentlich so leisten, dann geht das alles in Richtung höhere Auflösung. Die gute Nachricht ist aber, dass der Videospeicher sich nicht proportional zur Auflösung füllt. Aber kommen eben Games, die deutlich besser aussehen, die vielleicht riesige Spielwelten haben, dann könnte das Ganze schon wieder knapp werden. Das kann aber keiner wissen, das ist die fiktive Zukunft. Ich will euch an der Stelle einfach mal nach eurer Einschätzung fragen. Was ist eurer Einschätzung nach die Bottomline? Wie wenig Videospeicher darf eine Grafikkarte 2023 für die entsprechenden Auflösungen haben? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wenn euch diese erste Folge Was bringt eigentlich im Jahr 2023 gefallen hat, dann freue ich mich jetzt natürlich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.